Scheiße, 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 ich bin RIP. Ich wüsste nie, wie ich dem hier entkommen soll. Geh weg! Steuerung ist halt oh, maximal beschissen. Die Monitore wenigstens erkennbar wären, an denen ich was machen kann. Ach, fuck my life. Nein. Ich habe jetzt keinen Zugriff drauf. Hier ist irgendwas, was ich mitnehmen kann. Warte mal, muss ich das vielleicht irgendwo benutzen? Ich müsste halt wissen, was das ist. Scheiße. Ich komme halt von dem nicht weg, so wirklich. Nur mit Maussteuern ist kacke. Mit Tastatur ist er aber, finde ich, langsamer beim Laufen. Ach, leck mich doch am Arsch. E-Card. Egal wo ich hindrücke, ich habe doch eigentlich hier drüben hingedrückt. Da rennt er erstmal runter, dem genau in die Arme. Oh Gott, da kommt er. Scheiße. Ich weiß halt nicht, wo ich die einsetzen soll. Hier unten? Lass mich doch mal in Ruhe, Kollege. Ich sehe nichts für eine... Verpiss dich, lass mich. Hier? Ich weiß es nicht. Hast du irgendwas gesehen, wo man mit einer Keycard weiterkommt? Ansonsten spielen wir was anderes, weil das ist mir jetzt ein bisschen doof. Ich meine, in dem Haus, also erst in den Räumen, da hatte man ja wenigstens noch so einen Kreis unter sich, wenn man... Aber das sieht man ja hier nicht wirklich. Kannst du in den Bereich gehen, wo der Professor nicht wegkommt? Ach, hier. Ja, kann durchaus sein. Es gibt ja überall... Aber eine Keycard würde ich doch eher hier oben an der Tür vermuten. Deswegen dachte ich eventuell. Bist du gut oder bist du böse? Wie bin ich denn jetzt dorthin gekommen? Ich weiß doch schon gar nicht mehr, wo ich hier durchgegangen bin. Ach nee, scheiße, ich brauche die Keycard.
Also das hat für mich nichts mit Escape Room zu tun, wo, wenn du hier in grenzenlose Panik verfällst. Ich dachte, wir können hier schön rätseln. Ne, wo waren die Tür jetzt? Scheiße, scheiße, scheiße. Wo ist die dort? Ist hier irgendwo? Hier irgendwo. Ich kann halt gar nichts machen, der geht dort von alleine hin. Es scheinbar fehlt mir hier drinnen noch was. So langsam geht der Spaß an dem Spiel gen Null. Am Anfang war es ja cool mit den Rätseln. Aber das ist mir jetzt echt zu doof. Sondern dass man eben das Spiel auch teilweise echt alleine lässt. Wozu könnte die Keycard gut sein? Außer dem Kollegen, die sonst wohin und so. Ich sehe nichts für eine Keycard. Nee. Einen Versuch mache ich noch, aber ich wüsste nicht, was, wie, was, wann, wo. Also. Ich verstehe halt nicht, das ist ja dort oben auch eine Tür, aber wahrscheinlich kommt er dort nur raus. Ach, warte mal, ich habe dort was gesehen. Vielleicht kann ich das ja anklicken und vielleicht hilft uns das ja. Nee, Zettel helfen uns auch nicht. Ich dachte, die Zettel helfen uns. Ja, oder? Jetzt muss ich mal überlegen, wo ich das hatte. Das hier? Würde ich das spielen wollen. Nein, 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 nein. Das interessiert keinen. Gun Home. Zock mal das mal eine Runde, mal sehen. Ich hoffe, das ist deswegen besser. Dann werde ich mich wieder anders positionieren müssen. Nicht mehr ganz so relaxed. Oh, Moment. Hey, ich seh's doch hier. Options, Language. German. Untertitel einblenden. Texteinblendung. Ja, okay. Spieleinstellung, Interaktionstext, Hervorhebung von Interaktion deaktivieren, Spielkreuz ausblenden, Kopfwippen, Tutorial Einblendung, Sound, da drehen wir den schon mal ein bisschen runter. Ich denke mal so, kann man sehen, Steuerelemente. Okay. Grafik.
Max, okay. Aha, okay. Bildausschnitt. So. Nee, 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 nee. Warte. Bewegungsunschärfe. Den Quatsch, den machen wir aus. Use the WASD. Looking around with the mouse. Okay. Der Fulbright Company präsentiert. Hi Mom, so I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport so you don't have to pick me up. Like, really seriously, you don't have to. Okay, so, love you, see you soon, bye. In Beschreibungen klang es halt angenehm, aber das wirkt jetzt schon ein wenig gruselig. Doch noch mal den Sound ein bisschen runter, so. Caitlin Greenbrier, Portland, Flug 270. Aber hier soll es angeblich auch keine Rätsel großartig geben, sondern es ist alles mehr oder weniger Erkundung. So, ich schätze mal da irgendwie. Ist das eine Tür oder was ist denn das? Aber von da kommen wir wahrscheinlich. Es ist so dunkel. Ach, Lampe einschalten. Ach, das ist Weihnachtsbeleuchtung. Okay. Kann ich die Maus ein bisschen? Die ist mir zu sensibel. So. Oh, hier hängt ein Zettel. Katie, tut mir leid, dass ich nicht da sein kann. Wenn du kommst. Da stand 6. Juni. Habe ich irgendwas anderes gelesen? Aber es ist leider nicht möglich. Bitte, bitte stell nicht das ganze Haus auf den Kopf, um herauszufinden, wo ich bin. Ich will nicht, dass es jemand weiß. Wir sehen uns irgendwann wieder. Mach dir keine Sorgen. Ich liebe dich, Sam. Ist schon mal sehr rätselhaft. Ach, Weihnachtsbeleuchtung. Nee, die war ja nur hier unten in dem Schrank verstaut, denke ich mal. Oh, Weihnachtsente. Ja, die haben hier unten das Weihnachtszeug verstaut. $5,99. Ganz schön billig. Oh. Okay. Ich denke mal. Nee, kann ich nicht. Das wäre meine erste Vermutung gewesen. Ja, vielleicht. Das Spiel will mich ganz schön. Warte, ich mach mal. So, okay, dann machen wir das halt darüber mit der Mausempfindlichkeit. Da müssen wir nicht ins Menü müssen. Aber wo ist jetzt der Schlüssel?